In vielen größeren Unternehmen gibt es seit Jahrzehnten ein etabliertes betriebliches Vorschlagswesen oder Ideenmanagement. Teilweise sogar mit ordentlichen Prämien, die ausgezahlt werden für die Mitarbeiter, die gute Verbesserungsideen haben. Kommt jetzt Lean Management ins Spiel und soll eingeführt werden mit dem kontinuierlichen Verbesserungsprozess und mit Kaizen und ähnliches, kann es da schon mal zu großen Problemen kommen. Was soll ich jetzt machen? Ideenmanagement oder KVP oder Kaizen oder wie auch immer? Und um dieses Problem aufzulösen, habe ich mir heute einen echten Experten auf dem Thema Ideenmanagement und betriebliches Vorschlagswesen eingeladen. Freuen Sie sich mit mir gemeinsam auf Professor Dr. Schatt, der sich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Ideenmanagement intensiv beschäftigt und daran forscht. Ich freue mich sehr. Wir sehen uns gleich in unserem Stream. Wunderbar. Also, wie sieht das aus mit dem betrieblichen Vorschlagswesen und mit Lean-Aktivitäten, Kaizen, KVP, was es da alles so Schönes noch gibt? Genau, richtig. Das wäre auch meine erste Frage an Sie, Herr Professor Dr. Schatt. Sie haben sich seit langer Zeit beschäftigt mit dem Thema Ideenmanagement und betriebliches Vorschlagswesen. Jetzt habe ich in einem größeren Unternehmen ein etabliertes betriebliches Vorschlagswesen. Und die Mitarbeiter sind es gewohnt, dass sie da ihre Ideen vielleicht in ein Formular eintragen. Dann kommt es zu einem Gutachterausschuss und danach gibt es dann vielleicht eine Anerkennungsprämie, wenn sie nicht umgesetzt wird, oder vielleicht eine richtige Prämie, wenn die Idee dann für gut befunden worden ist. Auf der anderen Seite haben wir dann aus dem Lean Management raus diesen Gedanken eigentlich des täglichen kleinen Verbesserungen, dass wenn ich was sehe, dass ich eben das gleich mache, am Ort des Geschehens abstelle, ohne großen Formalismus, sondern ein sehr pragmatischer Ansatz eigentlich. Und diese zwei Konzepte können ja eigentlich jetzt in größeren Unternehmen sich wirklich verklemmen gegenseitig, sage ich mal, und für große Irritationen sorgen. Wie würden Sie so eine Problemstellung angehen oder was haben Sie da bisher für Erfahrungen gemacht? Ja, also. Vorab, es ist ein dickes Brett. Es ist nicht so, dass ich Ihnen in jetzt drei Sätzen sagen kann, genauso geht das locker flockig und in einem halben Tag sind Sie da durch. Das braucht seine Zeit. Und ja, ich kenne solche Prozesse und da reden wir über Jahre, bis das Ganze gut funktioniert. Gut. Greifen wir gleich den Elefanten im Raum an, das ist die Prämie. Das ist das, was eigentlich wirklich stört. Mhm. Alles andere kann man ja verschieben. Also wenn Sie ein ordentliches Vorschlagswesen haben und die bekommen eine Idee, wo man sagt, eigentlich wäre die besser in der KVP-Gruppe bearbeitet, mhm, dann werden die Ideenmanager das ja wohl in diese KVP-Gruppe einsteuern können. Mhm. Oder umgekehrt, wenn in einem KVP eine Idee auftaucht, wo man sagt, naja, okay, das ist jetzt nichts, was unsere Gruppe betrifft, das ist eigentlich auch eine Nummer zu groß, als dass wir das mal so eben, lass doch das mal ins BVW einsteuern, geht ja auch. Das Problem ist tatsächlich die Prämie. Und ja, es passiert tatsächlich im richtigen Leben, dass eine KVP-Gruppe diskutiert und sich bespricht und bis ganz kurz davor kommt, eine konkrete Idee zu entwickeln. Irgendwie geht es da nicht weiter und irgendwie kommt genau die Idee dann drei Tage später beim betrieblichen Vorschlagswesen aufgeschlagen. Mhm. Natürlich mit der Idee, dann eine Prämie dafür zu bekommen. Ja. So, und genau das ist das Problem. Wenn es die Prämie nicht gäbe, dann könnte man solche Dinge gut bauen. Und es gibt Unternehmen, die genau das haben. Und es gibt auch Software, die genau das ermöglicht, dass man zwischen KVP und BVW einfach die Ideen verschiebt, wo sie halt am besten bearbeitet werden. Man kann sogar noch weiter treiben und sagen, ein ganz großer Vorschlag ist vielleicht eher was für eine Entwicklungsabteilung. Da soll sich vielleicht mal jemand oder im Marketing ein Innovationsmanager drum kümmern. Und bei einer guten Software kann man auch diese Dinge einfach weiterleiten oder umgekehrt in der Entwicklungsabteilung wird irgendwas entwickelt, wo man dann sagt, naja, komm Leute, ein richtiges, neues, großes Produkt ist das nicht. Aber es wäre eigentlich zu schade, die Idee wegzuschmeißen. Lass die doch mal ins BVW einsteuern und da kann es immerhin eine kleinere Verbesserung geben. Ich höre so ein bisschen raus, dass Sie durchaus unterscheiden zwischen Ideen, die Richtung betriebliches Vorschlagswesen, Ideenmanagement gehen und dem eigentlichen KVP-Gedanken, quasi die eigenen, ja, Abläufe vielleicht sinnvoller zu gestalten oder eine kleine Vorrichtung zu bauen, der Produktion, dass was leichter geht und ähnliche Sachen. Ja, wobei ich denke, es gibt keine harte, scharfe Grenze, dass man genau sagen kann, exakt das ist die Grenze zwischen beiden. Aber ich denke schon, es gibt den KVP mit
manchmal nicht ganz so großen Ideen, mit tendenziell eher Ideen, die im eigenen Arbeitsbereich sind, mit eher Dingen, wo die Mitarbeiter, naja, vielleicht selbst umsetzen können oder bei der Umsetzung zumindest mitbeteiligt sind. Und auch mit, das ist wichtig, mit Methoden, die eher vom Arbeitgeber vorgegeben sind und geschult sind. Mhm. Also bei einem ordentlichen KVP holt man ja nicht nur die Leute zusammen und sagt, so Leute, seid mal schön kreativ, sondern man gibt denen ja typischerweise auch Werkzeug an die Hand, wie sie da etwas verbessern können. Ja, PDCA-Zyklus zum Beispiel oder Demarik, wenn es größere Sachen sind oder eben dann die Verbesserungskata oder was es eben halt auch alles gibt, ne? Ganz genau, ein Fischgrätdiagramm oder ein Lösungsblatt oder genau. So, während beim Vorschlagswesen manchmal größere Ideen auftauchen, manchmal Ideen aus einem anderen Bereich auftauchen und vor allen Dingen, dass eher eine Eigeninitiative ist und die Methode und der Inhalt na, zumindest nicht vorgegeben wird. Natürlich gibt es Unternehmen, die Kampagnen fahren und einige haben jetzt zum Beispiel im Winter gesagt, okay, jetzt wollen wir besonders gerne Vorschläge einsammeln, die Energieeffizienz erhöhen. Da haben wir ein Problem. Und es gibt halt häufig auch einen eigenen Entscheidungsweg beim Vorschlagswesen, während beim KVP ja typischerweise die zuständige Führungskraft entscheidet, was dort los ist. Könnte man es vielleicht auch so einordnen, dass man sagt, beim betrieblichen Vorschlagswesen, beim Ideenmanagement, da habe ich so bildlich die Glühbirne über dem Kopf, ich habe eine gute Idee, bling, und dann kann ich das entsprechend einreichen. Während es zum Beispiel beim KVP oder sowas oft Kennzahlen getrieben ist, dass ein bestimmter Prozess nicht so gut läuft, wie sich das vielleicht ein Vorgesetzter wünscht. Und deswegen muss man daran gehen und sagen, wo sind die Probleme, wie können wir die abstellen. Zwar vielleicht auch mit Kreativtechniken drüber nachdenken, wie man das lösen könnte, aber eigentlich ist es ja Kennzahlen getrieben, zum Beispiel aus einer, bei einem Produktionsumfeld zum Beispiel, dass bestimmte Stückzahlen nicht erreicht werden oder Ausschuss zu hoch ist oder was auch immer. Aber nicht dieses Glühbirnen über dem Kopf. Ich habe das immer so als Gedankenbild irgendwie halt und dann bling, ich habe da eine gute Idee. Ja, wobei da das Vorschlagswesen vom KVP einiges gelernt hat. Das heißt, es ist eher selten, dass einfach gesagt wird, okay Leute, habt mal eine gute Idee, wir sammeln alles. Sondern dass auch im Vorschlagswesen Kampagnen gefahren werden oder informiert wird und zumindest gesagt wird, Leute, hier drückt uns der Schuh. Ihr könnt natürlich alle Ideen einreichen, aber diese Ideen, die helfen uns im Moment besonders weiter. Die werden besonders bevorzugt bearbeitet. Und wenn ihr wirklich was bewegen wollt, dann überlegt mal in dem Bereich. Gut, ja. Fassen wir wieder den Elefanten im Raum an, die Prämie. zunächst mal muss man wirklich sagen, die Prämie ist was relativ Neues. Mhm. Also wir haben ja jetzt 150 Jahre betriebliches Vorschlagswesen gefeiert, weil 72 der gute Krupp dort 1872 zum ersten Mal in sein Statut etwas von Vorschläge einsammeln geschrieben hat. Aber er hat nur gesagt, wenn Vorschläge da sind, dann bitte her damit. Er hat nicht gesagt, und dafür gibt es auch nur einen Taler mehr. Hat er nicht gesagt. Und ich denke, da muss man wirklich ein bisschen unterscheiden. Es gibt Verbesserungsvorschläge, wo wirklich massiv Manpower drinsteht. Also sagen wir, irgendwo im Büro passiert, sorry, ich weiß, das ist häufig Produktionsbetrieb, nehmen wir mal das Büro als Kontrast. Im Büro müssen immer wieder irgendwelche Excel-Tabellen zusammengeführt werden und jemand schreibt mit VBA ein Makro mit aller Schönheit, das genau diese Dinge tut und sitzt da 2-3 Wochenenden dran, bis das funktioniert. Dann ist das natürlich eine Extraarbeit und dafür soll der Mensch auch entlohnt werden. Mhm. Gut. Wenn es aber Vorschläge gibt nach, guck mal, da steht eine Materialkiste im Weg rum, schieb die doch mal 20 Zentimeter nach links und dann stolpern die Leute nicht ständig dagegen, dann ist die Frage, ist das eigentlich etwas, wofür man wirklich eine Prämie ausschütten muss? Ja. Ich meine, es gibt so viele Dinge, die man normalerweise im Betrieb macht, ohne dass die in der Stellenbeschreibung drinstehen.
Wenn ich irgendwo eine fremde Person mitten im Betrieb rumstehen sehe und die guckt hilflos, dann frage ich natürlich, und wenn die sagt, ja, ich möchte zum Herrn Müller, aber jetzt habe ich mich irgendwie verlaufen, wo ist denn der? Dann werde ich die Person dorthin bringen oder ihr den Weg erklären und dafür nicht eine Fremdenführerprämie verlangen, obwohl vermutlich in der Stellenbeschreibung nicht drin steht, dass verwirrt herumstehende Menschen an den richtigen Platz zu bringen sind. So, also es gibt eine ganze Reihe Sachen. Wenn sich der Kollege geschnitten hat, dann werde ich ihm ein Pflaster über den Finger kleben, auch wenn in meiner Stellenbeschreibung nicht der Ersthelfer drin ist. Ja. So, und ich denke, so müssen wir beim BVW auch wirklich aufpassen, dass wir nicht für jeden Kleinkram eine Prämie ausgeben. Also wirklich aus der Praxis ein Betrieb, wo die Sekretärin auf die Idee kam, einem Besucher Kaffee anzubieten und alleine diese Idee wurde als gute Idee dann prämiert. Nein, nein. Ja, aber ich habe selber auch schon in Industriebetrieben gesehen, dass tatsächlich dann die Idee aus der Produktion, wenn wir dort eine Steckdose hätten, dann würden wir uns die Arbeit vielleicht nicht tun. Das sind oft ganz praktische Ideen und die haben auch eine relativ hohe Umsetzungswahrscheinlichkeit und damit auch eine Prämienfähigkeit, wohingegen Ideen aus dem Bürobereich, wo es dann darum geht, eine Software anzupassen, oder oft aber sagen, da berühren wir aber jetzt dann den Kern von unserem Warenwirtschaftsprogramm und das können wir nicht machen und so weiter, obwohl da eigentlich der Hebel viel, viel größer gewesen wäre. Also eine gewisse Benachteiligung von Büroideen im Vergleich zu Produktionsideen, weil sie einfach weniger griffig waren. Das war zumindest meine Erfahrung raus. Ja, also zum einen, es gibt ein paar Beispiele von Unternehmen, die überhaupt keine Produktion haben und ein exzellentes Vorschlagswesen. Also nehmen Sie die Landesbank Baden-Württemberg. Die haben ein richtig schönes Ideenmanagement, die haben großen Nutzen, die kassieren regelmäßig Preise dafür. Das läuft dort und die Landesbank hat mit Verlaub überhaupt keine Produktion, die haben vielleicht einen Hausmeister. Und nun soll mir jemand erzählen, dass die Verwaltung von irgendeinem Industriebetrieb besser aufgestellt ist als die Landesbank Baden-Württemberg. Also wenn die noch eine Menge heben können, dann sollte da auch... Manchmal habe ich den Eindruck, müsste man den Ball da ein bisschen zurückspielen und sagen, okay, liebe Büromenschen, überlegt euch doch mal wirklich, wie man hier Sachen verbessern kann. Und plötzlich gehen da auch Dinge. Und, sorry, das ist auch eine weitere Geschichte. Ich glaube, die Büromenschen sind zum Teil gar nicht geschult da drin. Also, ja, es war noch nicht mal so, dass die Ideen nicht gekommen wären. Es kamen schon Ideen aus dem Büro, aber die sind oft eben vom Gutachterausschuss zum Beispiel gesagt worden, ist in der Umsetzung schwierig, weil wir, dann müssten wir den Standard von unserem Warenwirtschaftsprogramm ändern und dann sind wir aus der Wartung raus und ähnlich. Also die Umsetzung ist oft verhindert worden oder blockiert worden oder ganz geschleppt nur gewesen, wenn die Umsetzung im Produktionsbereich viel praktischer und viel schneller ging. Da hat es eben geheißen, okay, dann baue ich die Steckdose ein, fertig. So, mein Eindruck ist, sorry, das ist jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster, aber mein Eindruck ist, dass manchmal manche Menschen in der Produktion sozusagen mehr streetwise sind, also pfiffiger an ihre Sachen rangehen. Heißt, der Mensch, der in der Produktion vorschlägt, da müsste eine Steckdose rein. Vielleicht hat er irgendwo in der Pause, mittags, wann auch immer, schon mal mit dem Elektriker gesprochen und gesagt, sag mal, geht das da überhaupt? Und wenn der Elektriker gesagt hat, ja, das geht, ich habe im Moment nur wirklich keine Zeit, reicht doch mein Vorschlag ein, dann ist der Vorschlag eingereicht, aber im Grunde genommen ist der Gutachter und die ausführende Stelle bereits im Boot. So, und so kann man natürlich Dinge hinbekommen und die Leute, die in der Produktion wirklich Sachen bewegen, Sie kennen das auch, es gibt einfach Menschen, die kriegen was gewuppt. Richtig. Das sind ja auch Leute, die häufig genau solche informellen Vorklärungen schon machen. Und wenn da der offizielle Vorschlag losgetreten wird, dann weiß jeder schon Bescheid. So, wenn die Büromenschen sich auch als sowas wie informelle Projektleiter verstehen würden, die nicht einfach einen Vorschlag aufschreiben, irgendwo ins Vorschlagswesen reinschmeißen und dann sollen die sich drum kümmern, sondern wenn die vielleicht auch mal mit den zuständigen Leuten sprechen, vielleicht, meist sind ja Gruppenvorschläge auch möglich, vielleicht jemanden aus der IT in die Vorschlagsgruppe mit reinnehmen, der dann argumentieren kann und sagen, Moment, ihr behauptet, das ist der Kern vom wahren Wirtschaftssystem. Nein, nein, liebe Leute, das ist die Datenbankabfrage 4711 und die hat noch nicht mal schreibenden Zugriff. Das hat mit dem Kern gar nichts zu tun. Gut, aber dafür brauche ich natürlich in der Gruppe jemanden, der sich damit auskennt.
Praktisches Beispiel, was ich auch jetzt mitgekriegt habe, öffentliche Verwaltung. Da haben Sie die ähnliche Argumentation. Nein, wenn wir da etwas verändern, dann verstößt das gegen irgendeine Regel, Vorschrift, Gesetz, was auch immer. Wir würden ja gerne, aber es geht nicht. Pfiffige Leute holen sich in ihre Gruppe einen guten Juristen rein und der Jurist schreibt dann, nee, Leute, es gibt zwar dieses Gesetz, aber es gibt jede Ausführungsbestimmung, das kriegen wir trotzdem hin. So, das heißt, ich glaube, manchmal muss man wirklich das Vorschlagswesen auch ein bisschen anspruchsvoller gestalten und sagen, es ist nicht nur, geht nicht nur darum, ein Formular auszufüllen mit irgendwer könnte irgendwas irgendwie verbessern, sondern wirklich so als alt kleiner Projektleiter für sein eigenes, selbst definiertes Projekt zu agieren. Naja, und wenn man ein Projekt in einem Unternehmen hat, dann tut man halt gut dran, nicht nur die offiziellen Kommunikationswege zu nehmen, sondern den ein oder anderen Kollegen auch vorab mit einzubeziehen. Das schlägt eigentlich sehr schön die Brücke wieder zum KVP und zu den Verbesserungen eigentlich aus dem Lean raus, weil da bleibt es ja nicht dabei, dass ich nur eine Idee über den Zaun kipp, sondern es wird ja grundsätzlich immer die Idee ausprobiert und dann eben als Experiment quasi zu einer eigenen aufgestellten Hypothese geschaut, ob dann der entsprechende Effekt eintritt, ja oder nein. Und es darf sehr gerne auch dann so ein entsprechendes Projekt auch mal scheitern und eine Idee verworfen werden. Das ist ja eigentlich der Gedanke, der dann aus dem Lean rauskommt, dieses Ausprobieren und dieses Machen. Das ist insofern eine schöne Brücke, die Sie geschlagen haben, wirklich aus dem Ideenmanagement als Projekt zu verstehen und es dort auch weiterzutreiben, als nur eben einzureichen tatsächlich. Ja, und dann ist der eigentliche Unterschied, im KVP bekommt die Gruppe typischerweise den Auftrag und im BVW sucht sie sich den Auftrag selber. Genau, alles klar. Herr Professor Dr. Schatt, damit haben Sie mir einen großen Teil von meiner Frage beantwortet, wie man das Ganze miteinander verbinden kann, indem man tatsächlich die Prämien überdenkt im betrieblichen Vorschlagswesen und letztendlich eine gemeinsame Steuerung hat von den Vorschlägen, die da reinkommen, wo sie wirklich bearbeitet werden müssen, vielleicht auch aufgrund der Größe oder eben aufgrund von dem Wesenstyp, was zum Beispiel aus Teil einer Schulung, dass die Leute eigentlich befähigt worden sind, schon solche Dinge zu klären, oder ist es tatsächlich eine gute Idee gewesen, ich sage mal die Glühbirne über dem Kopf, wo jemand wirklich das vorantreiben kann Richtung tatsächlich F&E oder Innovation vielleicht in die Richtung dann. Insofern vielen, vielen Dank für Ihr Zeit und für Ihre Expertise und wir freuen uns aufs nächste Video.